Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Road to Commander. Ich musste die Aufnahme gerade neu starten, weil ich habe auf den falschen Account gespielt, ganz einfach. Aber ich musste bei Raid rausgehen, was mich extrem aufgeregt hat, weil Raid so geil ist. Hoffentlich kommt Raid wieder. Oder Cove. Cove ist auch geil, aber die wählen wahrscheinlich Zufall aus, deswegen ich auch. Und hier habe ich wieder meine alten Klassen, meine Freunde. Meine alten Klassen. Ah, jetzt habe ich hier aber keinen Schaft. Oh. Schaft ist so wichtig, mir aufgefallen. Schaft ist eines der wichtigsten Sachen. Aber die Scorpion Evo haben wir auch, ne? Ich weiß gar nicht. Gott, mit was soll ich spielen? Hier haben wir vielleicht Schaft. Ja, hier haben wir Schaft. Wow. Hier haben wir Schaft. Okay, dann nehmen wir Schaft mit Schalldämpfer. Nehmen wir eine Mine. Ach, ich weiß gar nicht. Doch, nehmen wir Schaft mit Schalldämpfer. Das ist gut. Nehmen wir hier mal eins weg. Und nehmen wir für hier einmal Magazinerweiterung. Und wir spielen auf Cargo. Auch sehr, sehr gut. Gefällt mir. Irgendwie ist mir aufgefallen. Ich mache mal kurz diese Benachrichtigung da aus, weil ich sehr, sehr viele bekomme. Die wollen einfach nur oben angezeigt werden. Aber werdet ihr nicht. Verdammt, wieso geht das nicht? Ja, jetzt geht's. So, ich mache mal kurz Voreinstellungen. So, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Ist immer ziemlich cool. Okay, los geht's. Ich spiele mit der... Ah, okay, mit der. Ich verwechsel Cargo immer mit so einer anderen Map. Ich weiß aber nicht genau, welche Map das jetzt war nochmal. Aber ich verwechsel die immer einfach, immer. Ach, mein Headset sitzt so ungemütlich, ernsthaft. Ich denke sogar, ich habe das ungemütlichste Headset der ganzen Welt. Mein Freund, was macht er da oben? Das würde ich mich gerne mal fragen. Und schon wieder so einer. Habt ihr vier, ne? Wow, niemand gekillt. Ernsthaft nicht. Komm, geh, hüpf, hüpf. War das ein Double Kill? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der wurde anders eliminiert. Von meiner Granate dahin. Okay, da unten ist einer. Hallo, mein Freund, du musst sterben. Aber vielen Dank für den Kill. Oh nein, 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 nein. Okay, die sind jetzt alle hier. Die kommen jetzt alle hier hoch, weil die wissen, dass ich hier bin. Aber ich komme einfach von der anderen Seite, weil ich immer taktisch vorgehe. Weil ich ein taktischer Mensch bin. Oh Gott, da ist einer. Der kommt jetzt hier. Ne, der kommt hier lang. Nein, der kommt. Oh, zwei Leute kommen hier lang. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, wegen der Granate. Wow, diese Schockgranaten. Ich glaube, ich müsste dieses eine Perk nehmen, was... Es gibt ja, ich glaube, einen Perk gegen diese Granaten. Habe ich aber noch nie genommen, weil ich es nicht so für nützlich empfinde. Warte mal hier kurz. Verdammt. Hat natürlich jetzt voll was gebracht. Wow, ich liebe diese Waffe. Die ist die beste Waffe ever. Oh mein Gott. Das ist zum Glück, habe ich Schaft hier mit dabei. Läuft bei mir. Okay, die spawnen nicht mehr hier, die spawnen auf der anderen Seite wieder. Das ist das, was ich sehen will. Ich mag diesen Spawn mehr hier, weil ich hier diese kleine Abkürzung hier nehmen kann. Die sind jetzt alle hier, alle. Was? Das verstehe ich nicht. Wie kann er überleben? Mit so wenig Leben. Was? Ich verstehe nicht, wie er überleben kann mit so wenig Leben. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Da oben ist er. Verbündete Drohne nähert sich. Ich gucke gerade auf die Dings da die ganze Zeit. Ich glaube, der hat ja irgendwas platziert hier. Hundertprozentig liegt hier irgendwas. Nein, wieso bin ich nochmal nach... Das verstehe ich nicht. Ich gehe in die Hocke. Und dann... stehe ich wieder auf. Obwohl die Esmin nur noch nicht mal ihren Effekt gehabt hat. So behindert aber auch, ernsthaft. Ah, verdammt. Ich hätte mich hinlegen sollen, denke ich. Dann wäre ich nicht gestorben. Ah, ich sterbe immer so unnötig, wie ihr seht, irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin richtig schlecht geworden. Schaut mich am besten gar nicht an. Verbündete Drohne nähert sich. Da ist einer. Nein, ich wollte doch... Mann, ich kann nicht mal die C4 aktivieren. Gott, bin ich wütend gerade. Da sind die alle jetzt hier drauf. Wow, hier ist... Okay, der ist weg.
glaube, die kommt von links jetzt oder von vorne. Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal eigentlich. Ach. Das ist manchmal so hart irgendwie. Weiß nicht, so wie das. Ich wusste nicht, dass er von da kommt. Ernsthaft nicht. Gott, ich wusste... Oh Gott, aber ich muss doch irgendwann mal lernen, dass die da campen, die Wichser. Da ist einer, da oben. Hundertprozentig. Wer hier ist irgendwie... Lern snipen, du Wichser. Kannst nicht, ne? Gott, ich hasse diese Leute, die nicht snipen können und dann versuchen zu snipen. Gut, das ist eigentlich besser für mich. Wow! Pisser, Alter. Ernsthaft, Leute, ich gebe hier gerade mein Bestes, aber ich schwitze gerade so extrem. Also, ich schwitze richtig gerade. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie meine Hände schwitzen. Bestimmt voll sexy für euch, ne? Aber, glaubt mir, so sexy ist es gar nicht. Vielen Dank. Feindliche Drohne, verdammt. Ich habe Glück gehabt, dass der Typ mich nicht gesehen hat, sonst hätte ich einen Schrotflintenschuss ins Gesicht bekommen. Ich glaube, die sind hier oben. Ich weiß gar nicht. Oh, das ist eine C4. Er hat nur drauf gewartet. Gott, ist das gefährlich hier. Was? Wieso verschwindet die C4 nicht? Verstehe ich gar nicht. Okay. Nein! Er liegt am Boden! Gott, hätte ich das nicht erwartet. Mein Teammate kriegt ihn aber auch nicht tot, ne? Gott, Alter. Sorry, Leute, ich bin da richtig angepisst. Dann hätte er mich gekillt, dann wäre ich noch angepisst, aber das glaubt mir mal. Hör auf zu schießen, du Wichser. Keiner mag dich, ernsthaft. Du brauchst dir gar nicht Freunde zu suchen. Da ist einer. Ja, das ist nur... Ja, okay. Wow. Das habe ich vorhin Score 18 zu 7. Das ist bei mir irgendwie so Alltag in Road to Commander, fällt mir gerade auf. So ein 80 zu 7. So richtigen guten Score habe ich mittlerweile schon lange nicht mehr gehabt. Was ziemlich scheiße ist. Und ziemlich bitter eigentlich. Aber gut, das liegt auch ein bisschen an ihm, ne? Hier, weil er die ganze Zeit rumschießt und mir alles kaputt machen will. Vielen Dank, Gegner, dass du ihn eliminiert hast. Ich nehme hier kurz mal deine Waffe. Nein! Nicht mal Waffen kann man sich von den Gegnern nehmen und wird schon ermordet. Gott, ich schwitze aber auch so. Es ist so warm gerade. Am liebsten vielleicht sollte ich mal wieder duschen nach 3 Wochen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man... Also nichts gegen dicke Menschen, ne? Aber wenn man dick ist und man... Was? Wo? Fick dich, du Wichser! Fick dich! Ohne Scheiß, wäre das kein Road to Commander, ich wäre jetzt schon draußen. Ah, mein Hand schwitzt so. Überall muss man Angst haben, dass sich irgendwelche Esmin irgendwo befinden. Teammates, nimm keine Drohung bitte. Keiner hat dir gesagt, dass du Drohung nehmen sollst. Ich glaube, die kommen gleich hier unten lang. Da oben. Können wir ihn bekommen? Ne, leider nicht. Ja, mein Teammate macht die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit dort. Aber stört mich jetzt nicht so unbedingt. Okay, ich werfe meine Granate dahin. Ah, verdammt. Gott, wow. Okay, der Teammate nervt gerade, aber das ist normal bei Livestreams, dass sie nachjoinen. Das ist vollkommen normal, also ich habe mich schon längst dran gewöhnt. Um ehrlich zu sein. Deswegen machen wir uns am besten gar nichts draus. Aber das müssen ja richtige Pro-Nachjoiner sein. Ja, sowas verliere ich immer. Ich weiß nicht genau, wieso. Ah, das muss man schon verzweifelt sein, ernsthaft. Hör auf zu campen, du Wichser! Hör auf zu campen! Keiner mag dich. Gott, bin ich aggressiv gerade. Oh, ich sag, guck mal, ich bilde mir schon Gegner ein, wo keine sind. 27, 11. 11 Tote läuft bei mir.
11 Tote, der läuft bei mir richtig, Alter. Bitte eine andere Waffe, Danny. Ja, okay, ich nehme eine andere Waffe. Mich würde mal interessieren, für wen ihr bei der Fußball-WM seid. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Also ich bin auf jeden Fall für Deutschland. Ja, für Deutschland auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall für Deutschland. Shit, ja, wie lange ich aufnehme eigentlich? Nee, ne? Okay, nein. Ja, wir machen ein paar Spiele noch. Und wir wechseln erstmal kurz die Lobby. Vor allem Ghost, Ghost ist es so. Manchmal spiele ich ja Ghost. Und dann ist es so, dass ich nicht in diese Lobby will, weil diese Map mir nicht gefällt. Oder keiner, die Leute da, vielleicht noch Camper. Dann gehe ich raus. Und was passiert? Ja, ich gehe raus. Und genau, das war's. Das ist der Ende des Satzes. Weißt du was, dann gehe ich raus und komme immer wieder in dieselben Lobbys rein. Immer wieder. Was? Wo kommt der denn? Gott, bin ich blind, aber auch. Ich nehme mal kurz eine. Hier, die hebe ich mal ganz gerne auf. Naja, nicht die. Ernsthaft nicht. Alles noch nicht die. Ja, gut. Ich wollte eigentlich die AN94 aufheben. Da ist da. Ja, wo der Minion eliminiert. Gott, die Gegner führen aber auch hier ein bisschen. Ich brauche ernsthaft Schaft, ernsthaft. Ich brauche ernsthaft, ernsthaft Schaft. Komm her, komm her. Danke. Wo sind die? Die müssen hier spawnen, die müssen. Oder da hinten, ich weiß es nicht. Ah, da hinten. Ja gut, die, also das ist schon eine richtig starke Waffe hier, die ich hier habe. Ich habe eine Drohne, yay. Nein, guck mal, sowas zum Beispiel. Durch sowas sterbe ich immer, weil ich nicht schnell genug bin. Ich muss wieder gut spielen lernen. Ja, cool. War jetzt voll Glück, aber egal. Das war Skill, das war kein Glück. Ja, hab ihn leider nicht gesehen. Er war auch noch, hat jetzt 2 Kills bekommen. Unverdient. Gott, C4 hat so ein Explosionsradius aber auch. Läuft bei dir, du Pisser. Was erlaubst du dir, in unserem Spawn zu spawnen? Die Gegner sind meistens so richtig schlecht, ernsthaft. Die sind meistens richtig schlecht. Das sind diese Gegner, die einen Kill bekommen und danach einmal sterben. Schockladung zerstört. Ich überlege gerade. Ich lege mich kurz hin, wer einer kommt jetzt. Okay, der Spawn hat gewechselt. Wir müssen eine andere Taktik eingehen, Leute. Gott, ich strecke mich manchmal. Jetzt lass mich nicht wieder bei der Drohne sterben, bitte. Ernsthaft, ey. Die kommen alle von da. Oder einer ist dort sogar. Was macht der hier? Nein, und dann von hinten. Aber ich bin auch so dumm, ne? Wieso bin ich so dumm? Kann ich nicht denken? Ich hab verlernt, wie man denkt, Leute. Kann mir bitte einer helfen? Mal wieder ein bisschen schlauer werden. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Okay, da sind die jetzt alle. Ich mag den Spawn hier. Der ist eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, war das Spiel einfach am Release? Ich glaube, das war einfach am Release, ne? Ich hasse das, von sowas gekillt zu werden. Das ist so... Ja, guck mal, er läuft mit diesem Ding rum und versucht, jemanden zu killen. Ich war bis hundertprozentig der Einzige, den er mit diesem Ding gekillt hat. Das ist nicht mein Gegner! Wieso schieße ich eine Leiche an? Ich schwitze richtig, Leute. Das könnt ihr mir, das kann ich euch sagen. Ich schwitze gerade extrem. Ja, verstehe ich auch gar nicht, wie das die ganzen Menschen machen irgendwie. Die haben immer so ein Glück, dass sie den Gegner noch mit C4 eliminieren können. Bei mir sterbe ich immer einfach, immer. Weiß nicht, Alter. Verdammt. Ich bin echt ein richtig schlechter Spieler. Ja, wow.
16 zu 8, ich bin nicht mal der Beste. Der kleine Wichser ist da oben besser als ich. Oh Gott, Leute, ich bin gerade richtig sauer. Aber wenigstens funktioniert alles mit dem Livestream. Ist ja auch nicht alle Tage, ne, so. Manchmal ernsthaft, manchmal funktioniert einfach gar nichts mit Livestreams. Irgendwie, da läuft immer was schief. Sobald jetzt alles gut läuft. Aber ich habe das Gefühl, es wird wieder was schief laufen. Oder nee, vielleicht sollte ich einfach anders denken. Vielleicht sollte ich einfach sagen, dass alles gut laufen wird. Dann läuft es auch gut. Wahrscheinlich ist es das, genau. Ja, schafft, endlich, danke. Schafft ist eines der wichtigsten Perks quasi. Ja, danke, dass du mir sagst, ich hab schafft. Ich weiß, dass ich schafft habe. Wir spielen wieder auf Slums. Slumski. Wir sind schon Level 47. Oh, wir haben... Einen Moment mal. Bitte nicht. Lass mir noch Zeit. Nee, fällt... Und 49, scheiße. Oh, cool wäre, wenn wir in diesem Livestream noch 49 erreichen würden, aber sieht schlecht aus. Ich gucke mal kurz nach dem Spiel, wie viel RP wir brauchen für 48. Kann ich euch sagen, ob wir ja noch 49 erreichen werden. Der eine ist 49. Er ist mein Vorbild. Gut, es geht also nur bis Level 55. Das ist das Level, bis wohin es geht. Oh, ich wollte... Nein, ich wollte... Ja, stimmt. Gut. Ich behalte die, schöne Tar. Ich glaube sogar, wir können mit der Tar eigentlich Rotpunktvisier entfernen. Denke ich quasi, um ehrlich zu sein. Quasi Modo. Quasi Nasi Hasi. Ja, das ist schon viel besser. Das Geile ist sogar, dass, ihr sogar beim Ducken... Wow, wenn ihr euch sogar duckt, seid ihr schneller, glaube ich. Ja, ich glaube schon, ihr seid sogar schneller, wenn ihr euch duckt. Verdammt, ich dachte, ich krieg jemanden. Aus ein bisschen Glück kann man ja auch immer wieder versuchen. Der ist tot. Pass auf eine Granate, mein Teammate. Wir haben die Führung verloren. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, von wo sie kommen. Ja, das Ding ist, ich wisst ihr, was das Problem ist mittlerweile? Ich fühle mich einfach so unterlegen den Gegnern. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe das immer das Gefühl, die Gegner killen mich bei jedem Scheiß. Dabei darf ich das so ein Gefühl gar nicht haben. Ich muss das Gefühl haben, dass ich eh besser bin als sie und trotzdem gewinne. Habe ich im Moment gar nicht so wirklich. Aber das ist schon länger so. Oh, ich habe jemanden gekillt. Aus Glück. Zum Beispiel so, einfach, ich kill ihn, hundertprozentig. So nach dem Motto, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr versteht, was ich meine. Da hinter uns einer. Ein Sniper, süß. Was? Lass mir Opa-Kills übrig, Alter. Guck mal, mein Teammate. Komm, wie wir dominieren. Komm, wie wir dominieren. Das geht gar nicht klar. Wow, von hinten. Wenigstens habe ich eine Drohne, aber ich krieg mittlerweile auch gar keine besseren Killstreaks mehr, so um ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich... Ich spiele halt auf der Empfindlichkeit 8. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das für Fehler. Ich muss mir mal wieder mehr Pro-Gameplays ansehen. Immer wenn ich mir damals Pro-Gameplays angesehen habe, wurde ich besser. Aber jetzt geht's wieder. Vielleicht kriege ich ja jetzt mein Heli. Verdammt. Ja, ich habe einen bekommen. Hinter mir, links von mir, rechts von mir. Oh Gott, hier sind so viele gerade. Verpiss dich, Teammate. Keiner mag dich. Von hinten. Nein, das war so dumm schon wieder. Ach, Jesus, ernsthaft. Muss ich das auf YouTube hochladen? Ja, ne? Okay. Okay, diese Waffe hat keinen Schaft. Das war alles andere als schlau, die jetzt zu nehmen. Ja, die hat leider keinen Schaft. Dieser Wichser hat 2 Kills bekommen. Der soll mal... Keine Ahnung, was der machen soll, Alter. Der soll mich in Ruhe lassen. Süß. Du bist so süß. Ja, die Connection. Habt ihr gesehen? Und ich sage, es liegt an der Connection. Hier kannst du mich durchtöten.
Ja, was ist denn los? Wieso trifft keine Kugel von mir? Ich sehe gar keinen Hitmarker. Normalerweise hört man diesen Hitmarker-Sound hier immer. Achtung, feindlicher Blitzschlag steht hier vor. Ja, es kann. Ein Geschütz jetzt. Jetzt haben die solche Maßnahmen eingelegt. Der will mich wirklich. Verdammt, der hat Granaten geworfen. Ne, ich habe keine Granaten, stimmt. Wow. Also Leute, ich muss euch sagen, das ist auf jeden Fall nicht gerade so gut hier. Aber, läuft bei mir trotzdem auf jeden Fall. Also schafft es quasi eins der besten Aufsätze, finde ich. Nein, da waren so viele. Schade. Was habe ich gerade für einen Score? Hier 20-8 schon wieder, ey. Weiß nicht. Vielleicht ist es wirklich einfach so. Kann ja sein, dass es einfach nicht mein COD ist. Vielleicht ist sowas wie MW2 mein COD. Ich bin echt nicht mehr so gut, Leute. Ich wünschte, ich könnte weinen mit euch. Willst du mich verarschen, oder was? Er denkt jetzt, er ist cool, weil er mich verarscht. Ich bleib hier einfach liegen, ich habe sowieso keinen Bock auf das Game, Alter. Agenten, Missionsprofil wurde nicht. Ich glaube, wir sollten mal nur der Herrschaft spielen. Kann man ja die Spawns besser einschätzen eigentlich. Ja. Ab und zu schaue ich mal in eure Kommentare, aber die sind wie immer uninteressant. Kein Spaß. Immer noch ein bisschen Scherze. Um euch zu ärgern. Ihr lasst euch immer so schön ärgern. Okay, hier stehen die EP. Wir haben ziemlich viele EP bekommen durch dieses Spiel. Aber ich denke, 49 werden wir erstmal nicht erreichen. Aber ich denke, wir können bis 48 oder sowas spielen. Und stimmt, ich habe hier mein Orbitarsatellit. Habe ich auch lange nicht mehr bekommen, ne? Herrschaft spielen wir jetzt. Yeah! Wir spielen auf Rush, der Camper-Map. Herrschaft übrigens. Moment mal, unser... Okay, auf diese Map kann ich gar nicht spielen, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne diese Map einfach null. Einfach so richtig null. Konterdrohne nähert sich. Wir haben fast alle Flaggen, außer eine. Der Feind hat Charlie. Feindliche Drohne leer. Ah, jetzt endlich haben die eine. Verdammt, ich kann da nicht hoch. Weiß nicht, diese Map, ich habe die noch nie auf der gespielt, vor allem Herrschaft nicht, ernsthaft nicht. Ich schwöre, noch nie auf dieser Map gespielt, Herrschaft. Wir verlieren A. Zurück! Keine Ahnung, was ich hier mache, wo die Gegner sind hier. Die klettern anscheinend immer alle da hoch. Habe ich irgendwie Plünderer dabei? Drohne steht bereit. Ach, weiß nicht, Alter. Dieser Pisser, Alter. Soll lernen zu spielen. Ich meine, in Herrschaft ist immer cool, wenn man seine Spawns einschätzen kann. Oh nein, okay, doch, gut. Wir haben noch bekommen, Leute. Abschuss bestätigt.
Komm schon, aktualisiere noch einmal, ja. Charlie wird gesichert. Was, von wo kommt er denn jetzt? Ich weiß nicht, von wo er jetzt kommt. Drohne steht bereit. Da ist einer drin, Digga. Ja, danke. Ich würde C nicht einnehmen. Wozu? Wozu nimmt er C ein? Das verstehe ich gar nicht gerade. Wir verlieren Alpha. Die sind alle da vorne. Alle, ich glaube, die spawnen jetzt hier in der Mitte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich muss eine andere Waffe nehmen, auch wenn die wahrscheinlich keinen Schaft dabei hat. Nee. Hat natürlich eine Rotpunktvisier mit Schalldämpfer. Läuft bei ihm. Okay, wie viel sind die in Charlie? Ja, ich will die Kills, aber... Nein, 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 was mache ich da? Wir verlieren B. Zum Glück haben die jetzt einen. Oh, gut gemacht. Danke, Teammate. Ich liebe deine Muskeln. Ich liebe deine Muskeln. Der Feind hat Bravo. Jetzt haben die Bravo, meine Nase juckt. Nicht so gut, wenn man zockt. Wir haben Tarnil, ja. High five, Leute. High five. Tarnhelikopter unterwegs. Charlie wird gesichert. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Ich weiß nicht, wo der Spawn ist, wenn die Gegner B haben. Charlie ist abgesichert. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Aber jetzt haben die nur B. Ich glaube, ich spawn die einfach irgendwo. Ja! Ja, 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 ja. Wenn ich jetzt sterbe, dann schreie ich richtig, Leute. Was? Was? Wie konnte ich ihn nicht sehen? Wie konnte ich ihn nicht sehen? Oh, ich hab... Ah, ja! Ja! Wie? Ich weiß nicht, wie. Für die nächste Runde, Leute, haben wir ein, Orbital. Ich hätte mich gar nicht aufregen müssen. Behalte den jetzt einfach. Ja, für die nächste Runde. Wieso nicht? Alter, mein Teammate macht auch, ist auch ziemlich gut, aber er hat mehr erobert. Also ist er quasi besser als ich. Ich glaube, ich habe zu wenig Dings da gespielt. Keine Ahnung. Und noch ein Abschuss. Halbzeit. Herrschaft. Ich aktiviere gerade den Orbital, gleich Orbital-Satellit. Aber gleich erst. Charlie wird gesichert. C ist abgesichert. Jetzt kann ich ihn aktivieren. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich glaube, die müssen alle nah rausjoinen, die Gegner. Ah, die sind sogar schon rausgejoint. Ein paar sind... Ja, die joinen, viele joinen raus. Viele joinen raus. Hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Steht bereit. Bravo ist abgesichert. Nein! Ah, ich bin so schlecht. Sogar mit Orbital-Satellit sterbe ich. Läuft bei mir. Mit sogar, wo die Gegner mir live auf der Karte angezeigt werden. Sogar so sterbe ich. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Eigentlich müsste man durch einen Orbital-Satellit noch einen bekommen. Theoretisch. Oh verdammt, das ist ja doch, das ist... Drohne erwartet Befehle. Alpha wird gesichert. Neues Magazin. Ich aktiviere mal die Drohne, weil wir kein Orbital-Satellit mehr haben. Alle Flaggen gesichert. Aktuelle Position halten. Jetzt nehmen die C ein, was eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Zumindest mit mir. Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn die C einnehmen. Der Typ kommt hier hundertprozentig rein gleich. Ich schieße einfach mal nicht. Feindliche Drohne nähert sich. Okay, den haben wir bekommen. Ich bräuchte meinen Heli oder sowas. Vielen Dank. Vielen Dank. Die werden mich versuchen zu killen oder so ein Sniper oder sowas. Und die eh nicht zielen können, aber egal. Ja, die sind jetzt alle. Eigentlich ist ein ziemlich geiler Spot, muss man sagen. Nein! Ich hab wenigstens... Ja, gut. Mindestens Tarnheli. Ich pack den mal über deren Spawn. Obwohl meine Teammates, was mich immer extrem aufregt, ich spiele Herrschaft und die laufen immer in den gegnerischen Spawn. Spawnski. Charlie wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Angriff. Alle Flaggen gesichert. Positionen halten. Zwei bestätigt.
glaube, die spawnen jetzt hier so aus Verzweiflung. Wir verlieren Alpha, das ist hier, naja. Ich würde ihn eigentlich gerne, ich würde ihn eigentlich schon gerne einnehmen lassen, finde ich. Aktivieren wir eine Drohne. Leute, ich liebe Schaft einfach. Bestes Perk ever. Keine Ahnung, was es ist. Ein Aufsatz, genau. C wird gesichert. Verbündete im Sichtbereich. Verbündeter Orbitalsatellit online. Yeah, Orbitalsatellit, geil. Aber das Spiel ist leider bald vorbei. C wird gesichert. Wir verlieren A. Und mit Orbitalsatellit ist es so einfach. Ja, wow. Sowas ist aber nicht einfach, Alter. Sowas zu akzeptieren. Wow, mein Zahnhili macht Arbeit, aber richtige Arbeit. Wow. Den haben wir leider nicht bekommen. Die spawnen jetzt alle dort hinten. Die werden misshandelt, meine Freunde. Ja, okay, ist vorbei. 49,5. Endlich mal wieder ein relativ guter Score. In Herrschaft. Gut, Leute, das haben wir geschafft. Das war ganz okay. Ich würde mal wieder gerne sowas wie 80 Kills schaffen. Aber ich glaube, für 80 Kills, ich weiß nicht, überlege. Was ich auch machen könnte eigentlich, wäre, ja, das rausnehmen und Konterdrohne, oh verdammt, Konterdrohne mal reintun. Also Drohne, Konterdrohne und Orbitalsatellit, das heißt also, alle Kills, die ich mache, sind mit meiner Waffe gemacht worden. Und, ja, ich glaube aber, um so 80 Kills zu schaffen, muss man sowas wie Loadstar nehmen, denke ich. Wenn man auf Orbital spielen will, muss man Drohne, Konterdrohne, Orbitalsatellit mitnehmen. Ich gehe jetzt nicht auf Nuklear oder sowas. Aber ich nehme mal diese Killstreaks mit. Ich bin sowieso nicht so der Fan von diesen anderen Killstreaks. Boah, ich schwitze auch ein bisschen. Hier mein Bizeps, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Jetzt seht ihr ihn. Oh, meine KD, nö. Zeig ich dir nicht. Was hältst du von Nazis? Finde ich super gut. Oh, Mirage. Ein Wunder, dass nicht alle wieder rausgehen. Mirage kommt so selten, Alter. In letzter Zeit aber sogar öfter. Ich hoffe, ihr genießt den Stream. Oh, ich habe sogar Nüsse noch hier. Nüsse sind sehr, sehr gut, Leute. Wenn man nicht so viel davon isst. Spaß. Scherz, Scherz. Ziel einnehmen. Entweder. Ich muss einfach mehr spielen. Oder ich bin sogar eigentlich relativ schlecht wieder im Call of Duty. Bravo wird gesichert. B wird gesichert. Ich hab mal hier eine Granate. Wir sind in Front. Okay, da ist keiner. B ist abgesichert. Nein, was? Alter Schwede. Der Typ muss ein Aim haben. Nur mein Kopf hat rausgeguckt. Der hat mich trotzdem bekommen. Respekt, Digga. Du bist der beste Spieler ever. Ever and never. Verdammt, da war keiner. Wir verlieren C. Ja, die sind da hinten. Alpha wird gesichert. Wir haben C verloren. Nein, erstmal ihn. Genau, jetzt können wir uns den Kleinen schnappen. Ah, das hat... Ah, verdammt. Ich glaube, ich muss... Ich weiß nicht, ich kann mich immer noch nicht mit den Perks entscheiden. Ich glaube, ich sollte den Rotpunktvisier entfernen. Es lohnt sich auf diese Waffe einfach nicht, denke ich. Drohne nähert sich. Endlich kommen wir wieder ein paar Kills hier in mein Konto. Hä, wo ist er? Ist er hier oben oder so? Keine Ahnung, wo er ist. Kann man hier noch unten? Charlie wird gesichert. Toll, Assist, wow. Läuft bei mir. Wir sind sogar im Gegner-Spawn. Das ist total bescheuert, dass wir hier wieder reingehen eigentlich. C wird gesichert. Ich glaube, die werden A einnehmen. Alle Flaggen gesichert. Wow. Das ist eigentlich scheiße, finde ich. Ich meine, natürlich, das sieht gut bei der Punktzahl aus und sowas bei Herrschaft.
Aber so zum einen, das Spiel endet einfach schneller. Und zum einen muss man sich fragen, ob das wirklich so nötig ist. Dann wenigstens habe ich eine Drohne. Nicht immer nachladen, erst wenn es sicher ist. So. Ich weiß nicht genau, wo die Gegner jetzt alle spawnen. Aber ich denke, da oben. Wir haben B verloren. Konterdrohne, ja man. Konterdrohne ist super, super geil. Ohne Scheiß, Leute. Oh, ja, Orbital. Alter, ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Wenn man solche gute Teammates hat, ne, dann ist eine Nuklear eigentlich nicht schwer. Verbündete Drohne nähert sich. Verdammt. Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Gott, sowas zum Beispiel. Wieso sterbe ich da? Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich mich mal bewegen sollen. Ich weiß nicht. Ich muss mich mal von links nach rechts bewegen. Es gibt ja einen Grund, wieso ich Schaft dabei habe. Ne? Die sind jetzt alle hier, glaube ich, irgendwo. Na, wenigstens macht mein Team eine gute Arbeit. Ach, diesen. Feindliche Drohne nähert sich. Fernlenkladung unterwegs. Sind jetzt alle wieder dort. Okay, also. Was? Von wo? Was? Ach, ich habe den gar nicht auf der Karte gesehen. Was hat der? Hä, wieso habe ich nicht auf der Karte gesehen? Verbündete Drohne nähert sich. Der hatte nicht meinen Perk gegen meine Drohne. Auf Teammate! Oh! Piss, verfickter Teammate, Alter. Ich will weggehen, um mich zu retten. Was macht ja? Bei sowas sterbe ich natürlich immer. Wenn andere in C4 werfen, sterben sie nie und killen die noch. Verfickter Teammate, ich wollte wieder da weggehen. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Bravo. Wow. Also mit dieser Grafika oder was auch immer es sein soll, muss man richtig präzise sein. Der eine aus meinem Team hat ein 14:1. Der läuft bei ihm. Aber das ist der eine, der auch richtig gut ist. Na gut, ich bin ja mittlerweile nicht mehr so gut. Weil ich so oft sterbe einfach, aber vielleicht rushe ich einfach zu viel. Habe ich auch in Ghosts gemerkt. Bitte nicht sterben. Nein, natürlich, war klar. Nein, ich will diesen Virus behalten auf meinem PC. Schließen, du Wichser. Halbzeit. Ja, 100, oha, 124 zu 140. Einnehmen. A wird gesichert. A gesichert. Wir haben die Führung übernommen. Wow. Schon wieder einer, der mich verfolgt. Ich glaube, das wird der Grund sein, wieso ich nie wieder Livestreams machen werde zu Road to Commander, Alter. Ich meine, mich stürzt, ich kann auch einfach normale Commentaries machen. Oder? Ja, ich könnte auch einen richtig langen Delay reinmachen. Aber dann kann ich auf eure Kommentare nicht mehr eingehen. Der Feind hat Alpha eingenommen. Bravo gesichert. Ja, ich wusste es. Ja, ich bin hier gespawnt und nehme den Gegner gleich, klar. Wenn, wieso nimmt keiner diese C-Flagge dort ein? Natürlich! Ihr blöden Teammates, Alter! Achtung, feindliche Konterdrohne ist ab. Du schießt das aber! Okay, bis jetzt läuft's nicht gut, aber ist auch mir scheißegal gerade. Sind sowieso nur Teammates, die alle nachjoinen gerade.
Die AN94 mit Schaft muss richtig geil sein. Da seht ihr mal, wie Contadrone einen behindert. Ich wusste gerade gar nicht, wo die Gegner sind. Gut, weiß ich auch mit Karte nicht, aber ist auch scheißegal. Darf ich auch mal eine Flagge jetzt einnehmen? Wetten, die nehmen die? Ja. Ich kann gar keine Flaggen einnehmen. Was? Von hinten? Wow, ist das knapp. So viele von da. Oh mein Gott, so viele gerade. Ich aktiviere mal Konterdrohne und Drohne. So viele sind da gerade. Die wollen echt die Flagge einnehmen, glaube ich. Aber ich hätte voll Lust auf einen Orbitalsatellit gerade. Ich gehe mal hier unten lang lieber. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ja, ich starte definitiv zu oft nach. Kriegsmaschine eingesetzt. Oh mein Gott, habe ich ihn gekillt oder war das ein Teammate? Ich glaube, ich war das, ne? Kommen die jetzt wieder von da oder was? Das kann eigentlich gar nicht sein. Obwohl, wir haben alle Flaggen, deswegen wahrscheinlich. Verbündete Drohne nähert sich. Ich wünschte, man könnte auf YouTube streamen. Guck mal, er ist hier gespawnt und stirbt sofort. Wie arm. Ich meine, es... Die Mission ist fast erfüllt. Orbitalsatellit erwartet. Ja, wir haben Orbitalsatellit, aber es ist sowieso kurz vorm Ende des Games. Deswegen spielt es nicht mehr so eine große Rolle, was wir bekommen und was nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, es tut mir schon leid, dass ich mich immer aufrege. Boah, ich finde das... Ich weiß nicht, Orbitalsatellit ist zwar was Geiles. B wird gesichert. Aber ich weiß nicht. B ist abgesichert. Nein, schade. Mit der... Oder diese Waffe mit Schaft. Ich glaube, ich sollte mehr diese... Hier, wie heißt die nochmal, die ich gerade in der Hand hatte? Vielleicht sollte ich die mal mit Schaft nehmen. Weil mit Schaft ist echt jede Waffe richtig geil. Wow, er ist gesprungen und hat mich bekommen. Kann ich gar nicht glauben, der Wichser. Was denkt er, wer er ist eigentlich? Verbündete Drohne nähert sich. Ja. Ich habe zwar die meisten Kills, aber auch viele Tode. Hm. Ich weiß, dass ich auf YouTube streamen kann. Aber es bringt einfach nichts. Unsere Generäle werden erfreut sein. Was ich mir überlegt habe, und zwar, ich spiele ja Minecraft ab und zu mal, ne? Hab mir überlegt, dass ich meine Klassen noch euren Namen erwähne, von den Likern und von den Leuten, die Kommentare schreiben. Zum Beispiel hier, warte, wie geht das nochmal? Klassenoption umbenennen. Jetzt nehme ich mir einen hier raus, der einen netten Kommentar geschrieben hat. Ja, jetzt kommt Ghost, wie geht es dir? Gut, Kaiser. Und das bleibt für eine Folge so, wenn ihr versteht, was ich meine. Das erklärst du euch gleich besser. Die meisten schreiben mir blöde Kommentare, deswegen kommen die natürlich nicht dahin. Kaiser08, wenn ich dich falsch geschrieben habe, sorry, Alter. Aber du weißt, dass du es bist. Seht ihr? Und zwar mache ich es so, dass ich, 5 Folgen werde ich jedes Mal einen benennen davon. Von euch. Von euren Username, von euren YouTube-Usernamen. Oder Twitch-Username, je nachdem, ob ich streame oder nicht. Und, dann mache ich es so, dass nach 5 Road to Commanders, ist ja quasi, meine Klassen sind ja alle voll, weil ich keine mehr, weil ich nur 5 Klassen habe. Dann mache ich es so, dass ich den ersten, den ich gewählt habe, das ist jetzt Kaiser, wieder lösche. Aber erst nach 5 Episoden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann wird es immer weiter so gehen. Dass dann wieder den lösche nach Kaiser, am 6. Tag. Das lohnt sich gar nicht, diesen Mist hier einzunehmen, um ehrlich zu sein. Weil es gibt so wenig Punkte nur. C ist abgesichert. Wow. Die wollen ja wirklich mal... Die wollen ja richtig gerne diese Flagge hier einnehmen. Mein Scholli. Moment mal, das habe ich noch nie gesagt in meinem Leben. Wow. Ja, das war blöd. Ich hätte wissen müssen, dass er von da kommt. Hätte mich lieber auf ihn konzentrieren müssen. Und Bravo ist gesichert, was sehr, sehr schön ist. Das ist quasi das, was wir brauchen, mehr nicht.
Mit C4 habe ich auch nicht heute meinen besten Tag. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren B. Drohne nähert sich. Ich habe ihnen schon wenigstens Schaden hinzugefügt, ein bisschen. Drohne nähert sich, perfekt. Das war nicht meine. Aber wir haben, ich habe wieder C4. Verdammt, niemand bekommen. Ich habe doch gesagt, heute ist nicht mein Tag irgendwie mit C4. Nein, mein Freund. Du kannst hier nicht lang. Die kommen, die wollen alle hier lang kommen, glaube ich. Nein! Gott, ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er wäre zu 100% tot. Verdammt. Ja, sowas passiert eigentlich immer. Vielleicht sollte ich mal wieder sowas wie Lowstar nehmen oder sowas. Verdammt. Lowstar macht so viele Kills. Vielleicht setze ich... Oh, jetzt habe ich die AN94 genommen. Mal sehen. Boah, die ist so gut, diese scheiß Waffe, Alter. Dreckswaffe. So überpowered. Aber richtig OP, Leute. Schaut euch das mal an. Was zum Teufel? Wie OP ist die bitte? Verbündete Drohne nähert sich. Fernlenkladung unterwegs. Wow. Oh mein Gott! Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Verbündete Konterdrohne nähert sich. Der Shit ist OP. Guck mal. Alter Schwede. Die kommen jetzt alle von dort. Nein! Ah, der war so schnell. Die Drohne hat dich schnell genug aktualisiert. Sonst hätte ich ihn noch gesehen. Ich bin sowieso verwirrt immer, wenn Gegner von so weit, von überall kommen einfach. Deswegen nehmen immer alle die AN94. Ich will gar nicht wissen, wie gut diese Waffe eigentlich ist. Sprengladung scharf. Verbündete Drohne nähert sich. Wow, ernsthaft? Dein Ernst? Pisser. Feindliche Drohne nähert sich. Auf die Beine. Ich nehme mal wieder sein. Ja, ja, er hat. Ah, gut, er hat das mit geschafft. Ich sehe also immer die Aufsätze, bevor ich die Waffe aufhebe. AN94 mit Schaft, geil. Da hinten sind zwei. Nein, ich will doch nur eine AN94 aufheben. Wow. Ich will einfach nur eine AN94 aufheben. 17, oh Gott, komm, wie. Ich bin nicht mal der Beste, weil ich keine Kills abbekomme. Ich komme gar nicht klar mit diesen Spawns hier gerade. Oh mein Gott. Von da hinten. Oh, danke, Teammate. Ich liebe deine Muskeln. Ja, die spawnen jetzt alle von da. Hier kommen die gleich alle lang, kann ich mit euch wetten. Nein, Pisser. Mit was hat er mich eliminiert? Mit der Pfahl, oder? Keine Ahnung, was es ist. Der Feind hat Charlie eingenommen. Wow, er hat Charlie eingenommen. Herzlichen Glückwunsch. Ist sogar besser für uns. Also freu dich gar nicht, als du so eine Flagge eingenommen hast. Die Zeit ist fast um. Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Wäre schon geil, wenn ich für die nächste Runde so ein... Ja, wow, Orbitarsatellit hätte oder sowas. Aber im Moment gelingt mir das gar nicht. Hab 9 zu 11. Guck mal, wir dominieren richtig. Hab 9 zu 11. Aber es gibt auch ein kleines Problemchen, muss man ja auch wirklich zugeben. Und zwar das eine ist, dass einfach so viele meiner Teammates wirklich gut sind hier. Das ist wirklich nicht einfach, denn... Ja, zum Beispiel, wow, ich bin noch gestorben zum Schluss, du Wichser, Alter. Fick dich, wenn du das siehst. Halbzeit, genau, stimmt. Ich dachte, das Spiel wäre schon vorbei. Herrschaft. Ziele einnehmen. A wird gesichert. A ist abgesichert. Verbündeter Orbitalsatz. Ja.
Bahnhof ist gesichert. Ich bin sowieso nutzlos für mein Team gerade. Ich nehme lieber die Flagge ein. B gesichert. Das ist wenigstens etwas, was man nicht lernen muss. Fernlenkladung unterwegs. Blöder Team, bitte, blöder Gegner. Gib mir deine AN-94 mit Schaft. Aber das, wenn ich jetzt sterbe, bin ich richtig wütend. Weil dann verliere ich meine AN-94. Ja, es läuft einfach gar nicht bei mir gerade, Alter. Aber bei den Road to Commanders will ich auch nicht rausscheuen. Normalerweise würde ich rausscheuen. Bin ich ganz ehrlich. Normalerweise würde ich rausscheuen. Aber ich denke nicht, dass es sich hier lohnt, irgendwie rauszujoinen. Okay, verdammt. Wow! Fick dich, du Lappen, Alter. Keiner mag dich. Was denkt ihr, wer ihr seid, Alter? Nur weil ihr B habt, ne? Hm. Ich glaube ernsthaft. Ich glaube, ich mache keine Road to Commanders mehr. Ich glaube, das war mein letztes. Bin so angepisst. Ja. Man muss die ganzen schlechten Spiele. Ich meine. Live-Commentaries lade ich ja auch eigentlich. Guck mal, ich habe ihn nicht mal gekillt. Live-Commentaries lade ich ja auch eigentlich immer die ersten hoch. Aber ich weiß nicht, ich kann aufnehmen, wenn ich, sagen wir mal, gute Laune habe, ne? Also zu 100% gute Laune und mich auch richtig bereit fühle. Bei Road to Commander, da muss man quasi jedes Spiel zeigen, jedes einzelne Spiel. Und weiß nicht. Ich meine, ich fühle mich nicht schlecht oder sowas, verstehe mich nicht falsch. Aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich die beste Call of Duty Zeit meines Lebens gerade. Deswegen glaube ich, ich werde kein Road to Commander mehr machen. Ich meine, ich habe einen 26-18. Ich bin der Vierte aus meinem Team. Sowas habe ich so selten. Ich bin normalerweise immer der Erste, die Bastarde. Dabei will ich euch ja nur gutes Gameplay bieten, ne? Oh ja, und auf jedes Video stolz sein. Und nicht sowas. Auf dieses Video bin ich nicht stolz. Es nervt einfach nur. Feindliche Drohne nähert sich. Leer geschossen. Sprengladung. Boah, ich schwitze so gerade, ne? Ihr müsst mich mal sehen gerade. Ich schwitze gerade richtig. Mein armer Teammate. Er wurde zermalmt. Ja, aber ich weiß nicht wieso. Vielleicht muss ich. Ach, weiß nicht. Ich mache alles falsch irgendwie. Ich bin tatsächlich deprimiert. Ich glaube, das merkt ihr auch. Und das ist schon das ganze Road to Commander so. Ja, von jeder Seite! Von jeder Seite! Kein Bock mehr. Mich nervt's einfach nur. Vielleicht soll ich mal Sprengkommando spielen. Wie diese anderen ganzen guten Call of Duty Spieler. Bei Sprengkommando ist es ja so, dass die Spawns immer gleich sind. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Sprengladung. Oder einfach campen am besten, genau. Am besten campen einfach, die ganze Zeit campen. Von da. Auf die Beine. Hatte mein Teammate getötet? Ja, hat er. Okay, mein Teammate hat ihn eliminiert. Gut Job. B wird gesichert. Hab ihn. Die Missionszeit ist fast um. Schneller. Ja, wir haben den B eingesichert. Die Drohne steht bereit. Drohne. Verbündete Drohne nähert. Konterdrohne erwartet. Konterdrohne, damit die Gegner nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. C4 habe ich natürlich nicht, war ja klar. Wow, und ich sterbe nochmal zum Schluss. Läuft bei mir. Ja, wenigstens bin ich Dritter noch. Immerhin etwas. Ich habe sogar die Killgun bekommen. Operation abgeschlossen. Gut gemacht.
Wir machen noch Team Deathmatch, oder? Oder Herrschaft, ich weiß nicht. Immer nur eine Herrschaft, ja. Bitte auf Zufall, weil ich hatte. Ne, Pot ist eigentlich ganz so cool. Ich mag die mehr Pot. Die ist geil. Was ist Level 48 schon? 48 schon, wow. Und für. Moment mal. Alter Schwede. Wie jetzt schon? Verstehe ich jetzt gar nicht. Hier, die M8A1. Das ist krass. Level 49, schon 48. Wir schaffen es doch noch. Wie lange zocke ich eigentlich schon hier? Ich weiß gar nicht, die Zeit vergeht so schnell. Na gut, hoffen wir mal, dass wir noch Level 49 erreichen. Schon wieder dieselbe Map? Ernsthaft? Hoffentlich läuft diesmal besser. Dieses Headset ist aber auch echt ungemütlich, muss ich auch wirklich sagen. Ja, diese Pisser töten mich da immer. Ich glaube, das war mein letztes Road to Commander. Ich überleg's, ich entscheide mich sowieso noch um. Ich sag dann immer, ja, mein letztes Road to Commander, dies, das. Aber dann ist es erst mein. Keine Ahnung. Dann mache ich noch 20.000 weitere. Kann ich mit euch wetten. Aber nee. Ja, Mannschaft. Wo sind die denn alle? Ich glaube, die müssten hier sein. Ja. Ich hätte schon fast das H-Wort gesagt, ernsthaft. Ach, diese scheiße C4 missgeboten, Alter. Ich glaube, ich hätte. Ja, keinen Bock mehr. Ich glaube, ich join einfach raus. Ich glaube, ich join einfach raus, weißt du? Ich glaube, ich join einfach raus. Guck mal, wir haben nicht mal B eingenommen. Ja, schon wieder ein C4. Wenn ich noch von einem C4 gekillt bin, ich sofort draußen. Dieser Wichser wirft einfach über diese scheiß Wand und killt mich damit. Ja, ich verpiss mich aus der Lobby, sorry, das geht gar nicht. Wir gehen halt Team Deathmatch rein. Ist mir lieber. Ich muss mal mit mehr Waffen spielen, damit ich auch auf anderen Waffen scharf freischalte. Feinde ausschalten. Sie dürfen nicht wissen, dass wir existieren. Mir ist ja so warm. Aber das Wetter ist sowieso sehr, sehr warm in letzter Zeit. Und der Sommer ist ja noch nicht mal so richtig gekommen, ne? Ich meine, es ist super, super warm. Und der Sommer ist nicht mal da. Wir haben den Vorteil errungen. Wie krass ist das, Leute? Wie krass ist das? Vor allem, wo sind die schon? Ja, wo sind die? Was macht er da? Wo sind die? Gott, Alter. Weißt du langsam oder was? Ja, jetzt bin ich wieder hier am Spawn. So. Also heute leider nur ein Game bis jetzt. Ein gutes Game. Vielleicht muss ich mal so richtig tryharden. Verbündete Drohne nähert. So richtig tryharden. Scharfschütze! Köpfe runter!
Verdammt, hab keine mehr. Was ist dieses Ding da eigentlich? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich wenigstens eine Zone, wow. Kann ich jetzt schon sagen, dass ich gleich sterben werde. Ja, die Gegner sind, wo sind die? Es ist, die Lobby ist sogar voll, aber ich sehe keine. Was ist sein Ziel? Was ist seine Lebensbestimmung? Ich weiß es nicht. Konterdrohne nähert sich. Drohne nähert sich. Konterdrohne ist super, super geil. Die haben damit keine Ahnung, wo wir sind. Sein könnten auch nur. Konterdrohne ist echt richtig geil, Leute. Unterschätzt das bitte nicht. Aber nehmt sie jetzt nicht, wenn ihr gegen mich seid, bitte. Was habe ich bekommen? Konterdrohne Assist? Ach so. Ah, ein Moment mal, juckt. Oh wow, das hat sich sogar gelohnt, hier zu campen. Guck mal, ich brauche jetzt nur so wenig. Oh, danke, ich habe Orbital. Läuft bei mir auf jeden Fall, läuft bei mir. Hat er mich gekillt, wäre ich jetzt so wütend. Die wisst, dass ich hier bin. Läuft bei dir. Ich weiß nicht, ob die kein Headset haben oder so. Was? Ach, sowas ist doch behindert. Warte mal, ich war kurz vor der Drohne, ne? Nein, meine Drohne. Na, wenigstens kann... Tarnhelikopter unterwegs. Ja, gut, Tarnheli. Ja. Meinetwegen. Destroy HD ist mal richtig. Mein Auge juckt. Okay, der ist weg. Wow, schon wieder ein Orbitalsatellit. Das ist das Gute, wenn ihr ein Orbitalsatellit bekommt, bekommen eure Teammates auch oft ein Orbitalsatellit. Habt ihr einen Dauer-Orbi, wenn ich jetzt wieder einen bekommen sollte. Außer man stirbt blöd. Dann nicht mehr. Ich aktiviere jetzt die Drohne, einfach nur um Punkte zu bekommen. Drohne nähert sich. Da ist er. Vielen Dank. Konterdrohne aktivieren. Das ist das, was ich sehen will. Danke. Wow, der spawnt genau wieder vor meiner Fresse. Läuft bei ihm. Ja, 23-2, aber das war nur ein Team-Deathmatch, also es ging. Ziel erfüllt. Gute Arbeit. Zack, Dick, was für ein Emblem. Läuft bei ihm auf jeden Fall mit seiner Sniper. Hm. Ich gucke mal. Level 9, 49! Endlich! Du, wir machen noch ein Spiel. Ja, Mann. Diese Waffe ist so gut, Alter. Ein Spiel machen wir noch. Ich denke, wir machen noch ein Fight für alle zum Schluss. Aber ich muss meine Klasse erstmal einstellen. Einmal das. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Genau. Das müsste eigentlich reichen. Für ein Fight für alle müsste das ganz gut sein. Mal sehen. Oh, Multiteam-Waffe habe ich nie gespielt. So uninteressant, dieses. Bitte Zufall, Leute. Bitte Zufall. Nicht auf Encore. Ich mag die Map gar nicht. Ja, nein. Downhill, was ist das für eine Map, Alter? Nein, will ich nicht hier drauf spielen. Bitte auf Raid oder sowas. Nein, bitte nicht. Bitte. Ich will für das letzte Spiel was Gutes spielen. Guck
Komm schon, gib mir was Gutes. Wir wollen was Geiles haben. Ja. Da geht die Action ab. Kann ich schon meine neue Waffe austesten. Hoffentlich stört das nicht, dass ich gerade Nüsse esse. Aber ich esse sowieso in letzter Zeit sehr, sehr wenig nur. Letztes Spiel, weil ich dieses Video noch auf YouTube hochladen will. Und das ist quasi... Ich überlege gerade. Doch. Das ist quasi jetzt sowas... Ja, wie soll ich sagen? Ich nehme das quasi wie ein Video auf, wenn ihr versteht, was ich meine. Nur im Livestream. Ich nehme gleichzeitig auch auf. Und wenn das Video auf der YouTube zu lang ist, dann ist es auch scheiße. Das ist wie so eine Live-Sex-Scam gerade hier. Nur, dass ich keinen Sex habe. Nur später vielleicht, wenn die Aufnahme aus ist. Nuketown. Nevada, USA. Nuketown ist, glaube ich, eines der bekanntesten Maps mit Rust. Keine Ahnung. Die kleinen Maps sind immer die bekanntesten. Endlich habe ich die Waffe hier. Gott, dieses Headset ist so ungemütlich. Ich kaufe das jetzt bitte nicht, Alter. Ich will den Namen nicht erwähnen, weiß nicht. Bevor die mich noch anklagen oder sowas, aber... Feuer frei. Gott, ich habe noch keine Aufsätze für diese Waffe. Vielen Dank. Da ist er. Ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, jetzt hier lang zu rennen. Was? Ja, ich habe irgendwas bekommen jetzt. Der hat mich... Ja, ich habe den kurz gesehen, aber der ist aber weggelaufen. Nein, verdammt. Ja, ich brauche Aufsätze für die Waffe. Schneller nachladen. Ich glaube, für die Waffe würde ich Schaft mitnehmen. Und schneller nachladen. So, sowas eher in der Art, ja. Schade, das war kein Double Kill. Komm schon, die spawnen hier so oft. Wetten, wenn ich mich umdrehe. So funktioniert das Spawn-System. Wenn ihr euch umdreht und nicht dahin guckt, spawnt einer dort. Oh Gott, verdammt, ich bin tot. Hundertprozentig. Nein, ich bin tot, ich wusste es. Ja, ich hab kaum... Na, verdammt. Ich will schon gerne gewinnen, mein letztes Spiel, aber irgendwie ist es gerade nicht so mein... Weiß nicht, die spawnen hier gar nicht. Eigentlich normalerweise spawnen die hier immer. Ich gebe einfach weiterhin mein Bestes. Merkwürdig. Vielleicht muss ich hier mehr so patrouillieren. Wow. Alter Schwede, ich komme nicht klar. Ich verliere sogar mein letztes Spiel. Achtung, feindliche Konterdrohnen. Ein Fly für alle. Gut, ich habe auch lange nicht mehr Fly für alle gespielt, aber wahrscheinlich verliere ich sogar noch gegen Sniper. Weil er einfach hier die ganze Zeit Lucky Shots bekommt. Ja, gegen Sniper verliere ich. Kann man gar nicht glauben. Ja, mit diese Waffe ist aber ganz cool. Ich mag Dreierburst-Waffen. Obwohl die Dreierburst-Waffen hier nichts im Vergleich zu MW2 sind. Da waren die wesentlich besser. Ich meine, ich habe 11 Kills. Der Typ hat 18 Kills. Weiß nicht, aber sieht das nicht so toll aus für mich. Mal sehen. Wow, Alter. Für diese hier braucht man nicht mal eine Drohne. Weil sowieso jeder wild um sich schießt. Na, C4 war klar. Aber er bekommt zum Glück keine Kills im Moment. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Hier, das ist auch ein sehr, sehr guter Ort. Einer der besten Spots eigentlich. Die spawnen da hinten eigentlich immer. Ah, wow, hinter mir. Gott, ich bin so unübersichtlich. Alles so unübersichtlich gerade. Wow, schade. Ich dachte, ich kille ihn mit einem Burst. Ich wurde gespawnt, trapped. Aber es kann auch sein, dass er auf Platz 1 ist gerade.
Ja, ich wollte uns beide umbringen. Boah, der führt aber auch immer mit ein oder zwei Kills, ne? Es wird super schwer sein, den aufzuholen. Wow. Ne, ich glaube, ich habe verloren. Ich verliere gegen so einen Typ mit AN94. Ich glaube, dagegen kann ich gar nichts machen, weil die AN94 einfach tausendmal besser ist. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. So, er hat, oder ne, ich glaube, er hat zum Schluss seine Waffe nochmal gewechselt. Der Sniper. Wow. Gut. Das war's mit dem Livestream und mit diesem Road to Commander Part. Uns fehlen ganz genau noch 6 Level, bis wir das Ende vom Road to Commander erreicht haben. Ich muss sagen, heute ist es wieder nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, es gab ein paar gute Spiele im Road to Commander. Auch heute gab es gute Spiele, will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber ich bin allgemein ziemlich unglücklich mit meiner momentanen Skill-Leistung in COD. Und ich hoffe, das wird auf jeden Fall besser in Zukunft. Denn ich will mich ja nicht immer aufregen müssen, stimmt's? Vor allem bei Road to Commander muss ich auch wirklich, muss ich quasi auch jeden Tag spielen, weil, ja, ich muss ja Parts aufnehmen, so ist es ja nicht. Und, ja, der Livestream ist wahrscheinlich noch nicht vorbei, aber das Video auf jeden Fall. Und deswegen bedanke ich mich fürs zu Ende schauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr Livestreams sehen wollt. Ich habe mal den Livestream-Link in die Beschreibung gepackt, damit ihr meinen Livestream folgen könnt. Dann wisst ihr immer, wenn ich Livestreame und so weiter und so fort. Ich bleibe noch hier für die Leute, die jetzt im Livestream gucken. Livestream zugucken. Ja, da kann ich öfter solche Livestreams machen. Auch wenn ich mich aufregen werde, aber ich hoffe, euch stört's nicht. Hoffentlich nicht. Und genau, bis zum nächsten Mal.